Relax und Game, meine Freunde, und willkommen zu 10 dummen Dingen, die Springtrap getan hat. Nun werdet ihr die ein, zwei Punkte hier finden, die auch in unserer Top 10 unlogische Dinge FNAF-Liste sind. Allerdings habe ich mir große Mühe gegeben, neue, weitere coole Punkte für euch zu finden, die wir hier verewigen können. In dem Sinne, die Punkte sind nicht geordnet nach Dummheit, es sind einfach 10 dumme Dinge, die Springtrap getan hat. Und falls euch das Video gefällt und ihr weitere solche Videos sehen wollt, abonniert doch den Kanal, hinterlasst ein Like und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr noch was Dummes entdeckt, was William Afton getan hat. Auf Platz 10. Wieso hat William Afton 30 Jahre in einem amerikanischen Raum gechillt? Ich meine, Verbrecher buddeln sich aus Hochsicherheitsanlagen aus. Und ihr wollt mir erzählen, dass Springtrap nicht aus irgendeinem Automaten, der hätte eine lange Metallstange ausbuddeln können und so lange auf die Wand einprügeln, bis da ein Loch ist? Das sind amerikanische Wände. Die sind in der Regel aus freaking Papier. Springtrap, eine übernatürliche Kraft, ein übernatürlicher Animatronic-Menschen-Hybrid, kriegt es nicht hin, eine amerikanische Wand einzuboxen, die teilweise fast nur aus Rehgips sind. Und wieso zum Teufel hat das nicht geklappt? Natürlich ist das ein Hochsicherheitsraum, der von den Mitarbeitern versteckt ist. Allerdings könnt ihr euch sogar durch die dicksten Wände mit einfach genug Arbeit buddeln, weil Stein nicht unendlich hart ist. Das sind keine Stahlwände. Er könnte so lange auf eine Stelle einschlagen, bis die abbröckeln. Probiert das doch mal. Ihr könnt Stein zerkloppen. Das geht einfach nach einer Zeit, besonders mit der Stärke von einem Springtrap. Auf Platz Nummer 9 haben wir auch William Aftons finales Ziel, die Unsterblichkeit. Aber ist diese nicht in seinem Fall absolut scheiße? Ich meine, er hat keine Menschen Körper mehr. Dementsprechend keine menschlichen Freuden. Er hat keinen Dopaminausschuss mehr, logischerweise. Er hat Junkfood, Fitness und Frauen kann er nicht mehr joinen. Und wenn er gefunden wird, ist seine nächste Form Experiment-Trap, weil er rumexperimentiert wird. Und das ist doch kein Leben. Unendliches Leben, was schlimmer ist als der Tod. Können wir mal darüber reden, dass sein erstes Verbrechen so fucking random war? Ich meine, er geht hin, er mordet ein Kind und fährt einfach weg. Wir reden hier von Charlie, kann natürlich sein, dass ein anderes Kind oder vorher, ne? Aber wenn wir davon ausgehen, dass Charlie das erste Kind ist, was er ermordet hat, wieso hat man das so random gemacht? Er ist einfach hingegangen, hat die ermordet auf offener Straße, eventuell eine Gosse gezogen, trotzdem, und ist weggefahren. Das ist das losteste Verbrechen, das es gibt. Keine Planung, kein Nichts. Und wieso ist er damit durchgekommen? Haben Menschen keine Augen im Kopf? Natürlich war es regnerische Tag. Aber es war doch Nachmittag. Nachmittag von der Pizzeria. Wieso zum Teufel hat keiner gecheckt, was abgeht? Wieso? Wie kann sowas passieren? Auf Platz 7 haben wir sein Verhalten in FNAF 3. Das ist nämlich unverzeihlich für einen Killer. Ein Killer in Purple. Guck bei Playthrough davon, wenn ich das schon so erwähne. Also, im Endeffekt, warum kriegt man es hin, dass man sich 80 Mal von irgendwelchen Stimmen verarschen lässt? Mehr als 80 Mal. Wie oft drückt ihr irgendeine Stimme und er geht dahin in einer Nacht? 10, 15 Mal. Er lässt sich non-freaking-stop davon verarschen. Und ich verstehe nicht, wie man sowas hinkriegen kann. Ich meine, ganz ehrlich, du bist doch ein Killer. Du solltest doch irgendwann mal den Unterschied zwischen derselben Stimme, die du immer hörst, dass ein Lachen von Beluba ist, weswegen man da eigentlich sowieso nicht hinwollen würde, solltest doch irgendwann lernen, dass es da nichts gibt und einfach mal das gesamte Gebäude durch untersuchen. Denn du merkst ja wohl, dass sich etwas versucht, dort zu halten. Und willst du nicht mal den Ausgang finden, nachdem du da 30 Jahre gechillt hast? Mein erster Gedanke wäre nicht, Kinder. Mein erster Gedanke wäre, raus! Ich will hier raus! Ich saß hier 30 Jahre, mein Bein ist eingeschlafen, mein anderes Bein ist eingeschlafen, meine Niere hat keinen Bock mehr, ich will hier raus! Auf Platz 6 haben wir mit Remnants forschen. Wieso ist Williams erster Gedanke, wenn er sieht, dass die Animatronics, wo er die Leichen der Kinder, die er ermordet hat, irgendwie lustig sich verhalten, hinzugehen und die zu erforschen? Wieso geht man hin und erforscht Sachen, die eindeutig besessen sind? Ich meine, an und für sich ist es ein Interessengebiet, was man ja haben kann, aber warum gehst du hin? Du bist kein Biologe, du bist höchstens Ingenieur. Du hast keine scheiß Ahnung von der Materie. Und du machst jetzt auf verrückter Wissenschaftler und willst wissen, warum das mit der Revenants funktioniert. Er hat es ja sogar hinbekommen, das ist es ja nicht. Aber wie kommt man auf den Gedanken, dass Animatronics, die eindeutig verflucht sind, in irgendeiner Art und Weise einen Vorteil für dich bieten können? Es ist komplett lost und ich würde mich so weit weg wie möglich von den Dingern halten. Wieso geht der hin und erforscht die? Das ist komplett verwirrend. Und das ist die schlechteste Entscheidung seines Lebens. Er hätte so viel besseres Leben gehabt, wenn er das nicht gemacht hätte. Ihm wäre nichts passiert. Er wäre doch ein normaler Mensch gewesen und hätte Spaß im Leben. Aber nein, er muss ja irgendwelche Animatronics, die von Leuten besessen sind, die er auch noch selber ermordet hat, die wahrscheinlich ihn nicht so sehr mögen, erforschen. Es ist so lost und ich verstehe dieses Verhalten und diesen Gedankengang einfach nicht. Wo wir gerade bei echt dummen Gedankengängen sind. Henry Emily, oder wie Dennis ihn nennt. Henry Emily. Ein echt interessanter Charakter im FNAF-Universum, der auch einige richtig loste Entscheidungen getroffen hat. Aber die losteste Entscheidung ist wohl, dass William Afton ihn einfach am Leben gelassen hat. Er hat vermutet, dass William Afton Kinder umgebracht hat. Er wusste es sogar. William Afton hat seine Tochter ermordet. Das heißt, er weiß, dass er da einen Feind fürs Leben hat.
hat. Und was macht er? Er tut ihn noch verarschen und die Schuld und die verschwundenen Kinder auf ihn schieben, anstatt den wegzuschaffen, weil er weiß doch eigentlich, dass der perfekte Zeuge für seine Sachen ist. Aber nein, William Afton lässt im Leben, weil keine Ahnung, vielleicht murkst der nur Kiddies ab. Es ist so seltsam, dieses Verhalten, und ich werde es nie verstehen, warum er die Kronzeugen überhaupt noch am Leben gelassen hat, anstatt Henry einfach zu entsorgen, wie er es mit so vielen anderen gemacht hat. Auf Platz 4 haben wir den Fakt, dass sich Springtrap bzw. Burntrap mit Gregory anlegt. Okay, es kann auch sein, dass es der Mimik ist, das seht ihr in dem Theorie-Video, was als nächstes kommt, aber haltet euch mal fest. Wieso legt man sich mit Gregory an? Gehen wir jetzt mal davon aus, dass es William F. und Burntrap war. Wieso legt man sich mit Gregory an? Man hatte ein perfektes Versteck. Man hatte einen super Handlager mit Vanessa. Man hatte alles, was man brauchte, um wirklich reanimiert zu werden. Das Einzige, was er hätte machen müssen, ist Gregory weglaufen lassen und eins der 100.000 anderen Kinder, die jeden Tag den Pizzaplex besuchen, schnappen müssen. Alles, was er hätte machen müssen. Aber nein, er musste Gregory haben. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil er ein bisschen wie Crying Child aussieht, aber sonst keine Ahnung warum. Warum war Gregory denn so wichtig? Man sieht doch, dass er gegen mehrere Killer-Elementronics gewonnen hat und dementsprechend kein leichtes Fressen ist. Und man hätte ihn einfach entgehen lassen sollen und gucken, dass man sich verschanzt und nicht auf ihn reagiert, damit er ihn hoffentlich in Ruhe lässt. Weil wir wissen ja, dass er alles überlebt hat, was auf ihn geworfen wurde. Dementsprechend ist es ein harter Gegner, ein Gegner, dem man nicht begegnen will. Jetzt aber mal zurück zu Classic, William Afton, aka Springtrap, aka Scrap, über den reden wir nicht. Allerdings, der gute William Afton hat damals ja die Körper, die im Missing Children Incident aufgekommen sind, in der Animatronics gestopft. Aber warum hat er das gemacht? Why the fuck hat er das gemacht? Warum in Roboter? Ich verstehe, dass der Henry Emily irgendwie frame wollte dafür, aber wie geistig verwirrt musst du sein, um die in Robotern zu verstecken, die regelmäßig gewartet werden, die in einem sanitären Umfeld sein müssen, das heißt, er hat wahrscheinlich auch ein paar Lebensmittelvergiftungen gemacht, und die andauernd sauber gemacht werden wahrscheinlich. Warum tut man die da rein? Das ist ein sehr schlechtes Versteck. Sollte es nicht willentlich gewählt sein, ist es komplett lost. Müllhalde, Sumpf, von denen es dort unendlich viele gibt, und ich will euch ja jetzt keine Tipps geben, aber in Amerika gibt es auch Alligatoren. Lasst mich euch sagen, verrottendes Fleisch in den Sumpf von Amerika ist nicht lange da. Da gibt es so viel Viech, dass das die perfekte Müllhalde ist. Auch die ganzen Mafia-Leute tun die Scheiße da jetzt Sorgen. Allerdings Mülltonnen, Müllverbrennungen, von mir aus ein Fass von Säure. Aber warum geht man hin und stopft die in irgendwelche Animatronics? Das ist das dümmste Versteck ever. Auf Platz 2 haben wir ein weiteres sehr fragwürdiges Verhalten, nämlich sein Kind im Keller einsperren. Und ich rede nicht von Josef Fritzl, ich meine William F. Ja, ist er über ihn hier. Und wieso geht man hin und sperrt seine Tochter, die in einem Animatronic wiederbelebt wurde, eigentlich dafür, dass die abgekratzt ist? Ein ziemlich guter Vorfall. Ich meine, die ist jetzt nicht komplett weg, aber warum geht man hin und sperrt die in seinen Keller und kümmert sich nicht um die? Verdammte Scheiße. Baby hätte okay aufwachsen können, hätte vielleicht sogar ein korrekter Animatronic werden können. Vielleicht sogar ein Animatronic, der nicht komplett crazy im Kopf ist. Er hätte doch Baby einfach ordentlich erziehen können und vielleicht wäre Circus Baby der Animatronic gewesen, der nicht böse ist. Das wäre ein viel wertvolleres Experiment als alles andere, was er zu dem Zeitpunkt gemacht hat gewesen. Aber nein, er musste natürlich hingehen und sich anderen Sachen widmen und die allein dort unten lassen. Das ist nicht nur absolut ekelhaft seiner Tochter gegenüber, die wegen ihm gestorben ist, kommen wir auf Platz 1 noch zu. Sondern es ist auch dumm, aus dem wissenschaftlichen Standpunkt her. Denn du willst doch wissen, ob die noch Fähigkeiten hat, Empathie zu fühlen, ob es dir gut geht, ob die Erinnerungslücken hat, ob die in der Lage ist, neue Erinnerungen zu machen. So viele wichtige Sachen, die einfach Baby die beantworten könnte, lässt du liegen, weil du dich anderen Sachen widmest. Dieses Verhalten ist absolut lost. Des Weiteren müssen wir aber sagen, dass es nicht so lost ist wie Platz 1. Ich habe ja schon eben so ein bisschen Platz 1 gespoilert, nämlich, dass man seinen gesamten Nachwuchs hat fast draufgehen lassen, sprich, im Endeffekt nicht in der Lage war, einen Roboter zu entwerfen, der einfach mal dein Kind nicht umbringt. Das sollte nicht so schwer sein. Oder einfach Kinder, die Ähnlichkeit zu deinem Kind haben, nicht umbringt. Oder einfach irgendein Armband machst, dass die nicht auf dein Kind gehen. So viele Möglichkeiten könnte man machen, dass Elisabeth nicht gestorben wäre. Aber nichts hat er davon gemacht, das hat er alles nicht für notwendig gehalten. Nein, lass uns lieber Ballora machen mit Special Features, die weird aussehen. Naja, egal. Das ist ein Kind, was er verloren hat. Das andere Kind war er Security Guard. Jemand, der aufgepasst hat. Crying Child ist komplett dumm gestorben. Erstens, der Kiefer von Golden Freddy sollte nicht so stark sein, dass er menschlichen Schädel zerquetscht. Das habe ich euch schon mal ausgerechnet. Man braucht da 544 Kilogramm für einen normalen Schädel. Ein Kind kann von mir aus einen schwächeren Schädel haben, lass es die Hälfte sein, sind wir immer noch bei über 200 Kilogramm. Und 200 Kilogramm ist extrem
extrem schwer. Das sollte kein Roboter machen. Warum hat er so ein starkes Mull? Es macht keinen Sinn, dass er so stark ist. Im Endeffekt ist er hingegangen und hat irgendjemand diesen scheiß Käfer irgendwie gesuperpowered oder irgendwie verstärkt. Oder man hat ihn von vornherein mit dem stärksten Käfer entworfen. Nichtsdestotrotz finde ich es absolut lost, dass man nicht auf seine Kinder aufpasst. Und das ist wirklich meiner Meinung nach auch irgendwie die dümmste Entscheidung, die du treffen kannst, nicht auf deine Kinder aufzupassen. Ich meine, ganz ehrlich, gehen wir jetzt mal davon aus, dass alles so passiert wäre, nur er hätte auf seine scheiß Kinder aufgepasst. So, dann würde es ihm so viel besser gehen, glaube ich. Ich bin mir fast sicher, dass er nicht böse wäre. Dementsprechend würde ich sagen, im nächsten Game, meine Freunde, ich höre immer auf, immer wieder dasselbe zu sagen, nämlich, dass William F. ziemlich lost ist und eigentlich ein ziemlich dummer Bösewicht. Der sieht nur ziemlich fucking awesome aus. Dementsprechend würde es mich freuen, wenn ihr dem Video ein Like oder einen Kommentar schreibt und dann sehen wir uns im nächsten, was auch immer wir machen. Ciao!